Hey, willkommen zurück zu einem neuen Video. Mein Name ist Melli und ich möchte dich heute dabei mitnehmen, wie ich meine Haare wasche, wie ich sie pflege und anschließend für den Alltag style. Denn meine letzte Haarroutine zur Pflege von meinen langen Haaren ist schon ziemlich lange her und ein bisschen was hat sich verändert, nicht so extrem viel, aber so ein paar Sachen. Ich werde dir auf jeden Fall alle Produkte, die ich benutze, unten in der Infobox verlinken und ja, ansonsten gibt es eigentlich nichts groß zu beachten. Ich habe gerade noch meine Haare zusammengeflochten. Die wären heute sowieso wieder dran mit Waschen. Ich wasche meine Haare ein bis zweimal die Woche. Das kommt aber darauf an, ob ich meine Haare offen tragen möchte oder sie geschlossen lasse. Wenn ich weiß, ich will sie sowieso in den nächsten Tagen einflechten, dann ist das so meine typische Alltagsfrisur, die ich sehr, sehr regelmäßig trage. Und dann wasche ich meine Haare jetzt nicht ganz so oft vorher, weil ich das Gefühl habe, wenn ich sie frisch wasche, ist es schwieriger, sie zusammenzubinden, als wenn sie einfach schon so ein bisschen, ja, so leicht angefettet sind, würde ich jetzt mal sagen. Also das ist so meine Alltagsfrisur, die ich auch sehr gerne an der Arbeit trage, aber auch generell so, wenn ich einfach zu Hause meine Ruhe vor meinen Haaren haben möchte. Ich mag es nicht so, dass tausend Spangen drin sind oder irgendwo Haare rausfallen. Deswegen ist das so von der ganzen Art für mich am einfachsten. Das Ganze dauert für mich morgens so 5 Minuten Routine. Und es geht auch bei meiner Haarlänge sehr gut. Und ja, ich werde das Ganze jetzt einmal aufmachen und dir zeigen, wie meine Haare gerade aussehen. Und dann geht es auch los mit der Routine. Okay, so sieht das Ganze dann immer aus, wenn sie geöffnet sind. Aber darum geht es gar nicht, sondern ich wollte euch einfach nur zeigen, dass sie definitiv hier unten strähnig sind und es wird Zeit zu waschen. Ich sag immer so, wenn ich sie eh wieder zusammen mache, dann benutze ich unfassbar gerne Trockenshampoo zum Reinsprühen und dann sieht der Oberkopf nicht so ganz so strähnig und fettig aus. Aber da ich sie morgen gerne wieder offen tragen möchte, auch für die Arbeit, werden sie heute gewaschen und gestylt. Und dann zeige ich dir Step by Step, wie ich das Ganze mache. Okay, da bin ich wieder. Ich habe meine Haare jetzt einmal richtig nass gemacht. Ich werde sie jetzt natürlich nicht hier im Schlafzimmer waschen, aber ich wollte dir mal so grob zeigen, wie ich meine Haare wasche. Und da ich jetzt nicht das ganze Equipment drüben aufbauen will, wegen einmal Haare waschen, habe ich gedacht, ich zeige dir das so ein bisschen grob hier und wasche sie danach fertig. Auf jeden Fall ist das das Shampoo, was ich nach wie vor benutze, wenn ich möchte, dass meine Haarfarbe drinne bleibt und meine Haare gepflegt sind. Wenn ich meine Haarfarben loswerden möchte, dann benutze ich tatsächlich ganz oft einfach willkürlich von Head & Shoulders ein Anti-Schuppen-Shampoo und lasse das dann meistens beim Duschen einfach ein bisschen einwirken, dass es einfach so ein bisschen schneller die direkt ziehenden Haarfarben rauszieht. Aber ansonsten benutze ich nach wie vor dieses Shampoo und ich komme damit gut klar. Ich mag das und ja, kann man einfach aufmachen und dann nehme ich mir einfach Shampoo. Ich wasche meine Haare immer zweimal, deswegen nehme ich zweimal in etwa so eine Menge von dem Shampoo und verteile das dann auch immer erstmal zwischen meinen Händen. Wenn ich nur meine Haare wasche, dann mache ich das über Kopf. Ansonsten stehe ich ganz normal in der Dusche, aber auch dann verteile ich erstmal grob das Shampoo in die Ansätze rein, denn generell sind eigentlich immer die Ansätze die, die ja schmutzig oder fettig sind und nicht die Längen und Spitzen, die sind eh schon vorstrapaziert durchs Glätten, durchs Föhnen, durch das ständige Anfassen oder wenn sie sehr lang sind, dass du eben deine Handtasche drauf liegen hast und dann vielleicht sogar auch Bruchstellen entstehen können. Deswegen ist es eigentlich sinnvoll, wenn du nicht gerade irgendwie total in einem staubigen Gebiet arbeitest oder jeden Tag eine Menge Haargel reinmachst, dann reicht es bei langen Haaren tatsächlich aus, nur die Ansätze zu waschen und in dem Moment, wo du ausspülst, läuft das Shampoo eh über die Längen und Spitzen und reinigt automatisch haarschonend deine Haare. Auf jeden Fall verteile ich erstmal grob das Shampoo und dann gehe ich auch nicht mit den Fingernägeln auf meine Haut, sondern ich gehe mit den Fingern dazwischen und gehe in kreisenden Bewegungen über meine Kopfhaut. Das heißt, ich versuche mit meinen Fingern zwischen die Haare wirklich auf die Kopfhaut zu kommen. Und du brauchst auch nicht so schrubben. Viele sind ja tatsächlich so, die machen sich tonnenweise Shampoo auf den Kopf und dann gehen die so drüber und wundern sich dann, wenn sie direkt nach dem Haare waschen das Gefühl haben, dass die Haare noch fettig sind. Dann hast du eben auch nur die Haare gereinigt und nicht die Kopfhaut, die tatsächlich fettet. Ne? So wasche ich auf jeden Fall meine Haare durch, bis ich das Gefühl habe, ich habe alles getroffen. Und dann ist es natürlich wichtig, die Haare sehr gründlich wieder auszuwaschen. Und das mache ich jetzt gerade und dann komme ich gleich wieder zurück. Okay, das Ganze ist jetzt gut ausgespült. Bevor ich meine Haare föhne, kommt immer etwas in meine Haare rein. Und das ist eins von diesen beiden Produkten. Wir haben hier einmal von We Do Professionals die Monsturizing Day Cream.
oder von Goldwell Rich Repair den Conditioner. Beides sind Sachen, die man ausspült. Also den Conditioner spült man sowieso in der Regel eigentlich aus. Bei dieser Day Cream ist es einem selbst überlassen, ob man sie drinnen lässt oder eben wieder ausspült. Ich lasse tatsächlich beide Produkte in meinen Haaren. Meine Haare sind sehr fest und sowieso ein bisschen unruhig von Natur aus. Und deswegen benutze ich das Ganze nach dem Waschen und lasse es dann auch in meinen Haaren drinne. Und ich wechsle einfach, weil ich beides gut finde. Da kann ich mich immer nicht so festlegen. Heute benutze ich das von Bidou und davon braucht man tatsächlich auch wirklich nicht viel. Ich frottiere erstmal die Haare ein bisschen aus. Auch da bitte nicht rubbeln. Immer eher so ein bisschen ausdrücken, auskneten. Ich nehme davon ungefähr so eine Größe. Das muss man so ein bisschen für sich selber ausprobieren, wie viel man braucht. Ich habe gemerkt, wenn ich weniger nehme, reicht es mir für meine Haare nicht. Also ich habe das Gefühl, es kommt dann nicht überall hin. Und auf jeden Fall verteile ich das Ganze in meinen Händen und gehe dann erstmal einmal über die Haare überall drüber oder greife rein. Gehe aber noch nicht direkt gezielt auf den Ansatz, sondern wirklich erstmal in die Längen und Spitzen, weil die haben es halt immer am meisten nötig. Wenn ich das Gefühl habe, dass es überall ist, dann benutze ich meine Bürste. Die ist jetzt nicht wirklich speziell irgendwie, sondern die hatte ich irgendwann mal durch Perücken von Donna Lawfare mitgeliefert bekommen, als ich eine Kooperation mit denen gemacht habe. Und ich habe irgendwann gemerkt, dass ich die für meine Haare richtig gut finde. Außerdem finde ich das super, dass man die toll waschen oder sauber machen kann. Sie ist klein und handlich und ich komme wunderbar durch meine Haare durch. Und seitdem ist das so meine Bürste, die ich ständig benutze. Egal ob lange Haare, kurze Haare, kürzere Haare, trocken oder eben im nassen Zustand. Und ja, die sind so ein bisschen ähnlich wie diese Tangle-Teaser aufgebaut. Da sind auch diese weichen Noppen in verschiedenen Größen zwischen. Also ich finde immer alles, was so die Haare problemlos entwirrt, natürlich sehr, sehr gut für die Haare. Man soll auf keinen Fall an den Haaren rumreißen. Es ist auch immer wichtig, generell irgendwas in die Haare reinzumachen, was pflegt, damit ihr nicht beim Kämmen durchreißt und auch nicht von oben nach unten anfangen, wenn ihr sehr lange Haare habt und wisst, dass die schnell verheddern, weil auch dann können Bruchstellen entstehen. Und eigentlich möchte man ja, wenn man seine Haare lang trägt, dass sie schön und gesund und voll aussehen. Und wenn ihr da immer durchreißt und sie euch kaputt macht, dann wird es natürlich auch schwierig, sie lang wachsen zu lassen. Wenn die Haare dann durchgekämmt sind, dann föhne ich sie einfach. Das ist jetzt einfach ein Föhn von Philips, der Thermo Protect 2300 Volt. Ich benutze meistens die Einstellung, dass er hier komplett oben ist, also auf volle Pulle pustet, aber nicht auf der vollsten Hitze föhnt, dass sie so super heiß sind, die Haare, sondern tatsächlich auf der mittleren Stufe, zumindest bis sie relativ trocken sind. Ganz am Schluss, um so diesen letzten Bestand rauszubekommen, manchmal sind Haare immer noch so ein bisschen klamm, so minimal bügelfeucht, und dann gehe ich tatsächlich nochmal mit der sehr großen Hitze durch, einfach damit auch die ganzen Ansätze trocken sind, denn das Problem ist, ihr habt eure Haare trocken geföhnt, im Anschein trocken geföhnt, habt die gestylt, habt Locken reingemacht oder die richtig schön geglättet und der Ansatz ist minimal klamm, dann wird euch über den Tag hinweg definitiv weder die Locke noch die Glattheit des Haares erhalten bleiben. Und deswegen ist es immer ganz, ganz wichtig, Haare richtig zu trocknen, generell, wenn ihr danach nochmal mit extra Hitze dran geht. Und ja, so föhne ich meine Haare und das Ganze werde ich jetzt auch einmal machen. So pluschig sehen die immer aus, wenn ich die föhne und nichts damit mache. Ich persönlich mag es nicht, wenn sie so aufgeplüscht sind. Deswegen glätte ich die halt immer und das werde ich jetzt auch machen. Ich habe erst überlegt, ob ich mich schminke und richtig zurecht mache, aber ich habe heute keine Lust, mich zu schminken und deswegen machen wir jetzt einfach ungeschminkt weiter, aber dafür machen wir die Haare schön. Zum Haareglätten benutze ich von GHD das Glätteisen. Das habe ich seit meiner Ausbildung. Funktioniert immer noch. Das hat so leicht bewegliche Platten drin, dass so ein bisschen Widerstand hat. Es ist so ein bisschen abgerundet, dass man damit eben auch Locken oder Wellen ziehen kann. Und solange das ganze Ding funktioniert, werde ich es auch nicht austauschen. Es sieht zwar nicht mehr so schön aus, es ist ziemlich matt und abgewetzt, aber
es erfüllt seinen Sinn, was es machen soll. Deswegen bleibe ich bei diesem Ding und ja, zuallererst. So, was brauche ich noch beim Glätten außer ein Glätteisen? Ich brauche einfach einen ganz normalen Frisierkamm und ein oder auch manchmal zwei Haarklipse oder ein Haargummi, je nachdem wie voluminös meine Haare gerade sind und sie vielleicht einfach nicht halten. Und ich fange immer hinten an. Das nehme meistens meine Daumen oder meine Zeigefinger und gehe einfach hier hinten grob mit den Händen lang. Drehe dann die Strähne ein und stecke die eigentlich einfach nur fest, dass sie nach oben bleiben. Manchmal fallen, wie gesagt, auch ein paar Haare runter. Finde ich jetzt aber nicht so ganz dramatisch. Im Notfall einfach mehr Spangen benutzen oder ein Haargummi reinmachen. Und dann mache ich eigentlich nichts Weltbewegendes. Ich glätte immer mit Kamm. Erstens verbrenne ich mir dann nicht meine Haare, also erstens verbrenne ich mir dann nicht meine Finger. Und zweitens, in dem Moment, wo ein Kamm drinne sitzt und das Glätteisen hinterher glättet, habt ihr die Haare auch noch mal so ein bisschen geteilt, also in die richtige Richtung gebracht, und das ist natürlich dann auch noch mal schöner. Und auf jeden Fall nehme ich mir die Strähne ein bis zweimal. Ich versuche so wenig wie möglich drüber zu glätten und gehe lieber ein bisschen langsamer drüber, und unten drehe ich es minimal nach innen, dass es so einen leichten Bogen hat. Außerdem gibt es dann immer so eine schöne Form von der Frisur oder am Schluss auch einen schönen Hinterkopf. Hier ist es jetzt zum Beispiel so, dass ich erst so 1 Zentimeter weiter hinten anfange und den Pony erstmal ausspare, weil ich ihn manchmal gerne glatt trage, manchmal mache ich ihn aber auch leicht wellig, und deswegen mache ich den meistens zum Schluss, um mich einfach währenddessen entscheiden zu können, auf was ich gerade Lust habe. Okay, so sehen jetzt meine Haare aus, wenn sie fertig geglättet sind. Jetzt glänzen sie doppelt so viel. Und was ich dann mache, wenn ich meine Haare geglättet habe, ist, ich benutze Haaröl. Da benutze ich aktuell das von Olaplex, das Bonding Öl. Da sind 30 ml drin, die Nummer 7 ist das. Davon nehme ich einfach so ein paar Tropfen auf meine Handfläche. Ich schüttel das einfach immer so ein bisschen und gucke, dass ich so eine kleine Pfütze auf meiner Hand habe. Ich habe nie gezählt, wie viele Tropfen das sind. Auf jeden Fall verreibe ich auch das wieder in meinen Händen. Einfach damit man nicht das ganze Produkt nur auf einer Stelle hat, sondern wirklich überall hinbekommt. Und dann fange ich unten an, das einfach so mit den Fingern reinzusetzen oder reinzustreichen. Und dann gehe ich meistens nochmal rein und halte mir einfach so eine Art Pferdeschwanz und gehe dann nochmal drüber. Und dann gehe ich auch nochmal von unten rein. Und am Schluss gehe ich tatsächlich, wenn das ganze Öl eigentlich schon weg ist, einfach noch ein-, zweimal drüber. Das ist übrigens so der Jetzt-Zustand meiner aktuellen Haarfarbe. Das sind jetzt 4 Haarwäschen mit heute. Es ist immer noch zu sehen. Ich muss aber auch sagen, ich habe das Gefühl, und so sah es auch auf dem Foto aus, was ich jetzt vor kurzem hochgeladen habe, es wird jetzt wieder so ein bisschen minzstichiger. Das, was wir eigentlich zu Beginn wollten, kommt jetzt so ganz langsam durch die Haare. Aber mal gucken, wie sich das Ganze noch über die Zeit weiterhin rauswaschen wird. Jetzt hoffe ich natürlich, dass ich deine Fragen beantwortet habe. Wenn du aber noch irgendwelche Fragen haben solltest bezüglich meiner Haarroutine oder allgemein, kannst du sehr gerne die Kommentarfunktion dafür benutzen. Dann antworte ich dir sehr gerne. Ansonsten würde ich mich freuen, wenn du meinen Kanal kostenlos abonnierst und mich dadurch unterstützt, einfach hier weiterzumachen und gesehen zu werden. Folgt mir auch gerne auf Instagram, denn dort bin ich natürlich immer so ein bisschen aktiver als auf YouTube. Dort erfährst du auch, wann neue Videos kommen, oder ich gebe dir eben Updates zu meiner Haarfarbe, wie sie sich verändert, was hier auf YouTube nicht so ganz oft vorkommt. Also wenn du daran Interesse hast, dann schau sehr gerne auf Instagram vorbei. Ansonsten wünsche ich dir noch einen schönen Tag. Danke, dass du zugeschaut hast, und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss!